Polizei sucht Zeugen. Die Polizei hat heute Informationen zum Mord an der Rentnerin Gerda K. gesammelt. Am Hinterausgang des Blechenkarrees und auf dem Stadthallenvorplatz konnten Zeugen Hinweise abgeben. Sie sollen helfen, den Weg der Rentnerin am Todestag zu rekonstruieren. Gerda K. hat in der Inselstraße gewohnt. Ein naher Verwandter hat die Rentnerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke, einen bunten Schal und einen auffälligen roten Einkaufsbeutel mit Sternenmuster. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizeidirektion Süd entgegen. LR wird teurer. Der Preis für ein Monatsabo der Lausitzer Rundschau steigt im nächsten Jahr. Ab dem 1. Januar müssen Leser 28,40 € zahlen. Das ist eine Erhöhung von 5 Cent pro Erscheinungstag. Grund dafür sei der Mindestlohn. Die Kostensteigerungen können nicht nur durch weitere Einsparungen kompensiert werden. Laut eigenen Angaben sei die Lausitzer Rundschau trotzdem die preiswerteste regionale Tageszeitung. Selbstgeschlagene Weihnachtsbäume. In der Baumschule Dubrau können am Samstag nochmal Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Unter 15.000 heranwachsenden Bäumen kann man hier wählen. Beim Einnetzen gibt es dann noch warmen Tee und Glühwein. Bereits geschlagene Bäume können täglich bis zum 24. Dezember um 12 Uhr gekauft werden.